Dr. Johann Wadephul das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Kollegin Brucker, ich hatte mich über Ihre sehr differenzierte Rede eigentlich sehr gefreut und schon die Hoffnung gehabt, dass die grüne Fraktion jetzt einen Schritt weitergehen würde und auch würde zustimmen können, weil ich das eigentlich für angemessen halten würde. Aber da den letzten Schritt konnten Sie jetzt noch nicht gehen. Ich will ausdrücklich sagen, dass Sie berechtigte Fragen gestellt haben, die uns auch bewegen, aber die die Bundesregierung auch bewegen. Natürlich, die wirtschaftliche, die politische Situation in der Region Kurdistan ist fragil. Es steht außer jeder Frage, dass wir darauf dringen müssen, dass auch dort demokratische Grundsätze eingehalten werden und dass Präsident Barzani darauf auch Rücksicht zu nehmen hat. Das ist vollkommen zu Recht hier thematisiert worden. Das sprechen wir auch an. Ich bin kürzlich auch zu einem Besuch dort gewesen. Ganz klar, das muss thematisiert werden und darüber kann auch nicht hinweggegangen werden. Ich will auch das unterstreichen, was Sie gesagt haben zur Fragilität des Irak insgesamt. Ich nehme es schon so wahr, dass Regierungschef Abadi jetzt auch den Versuch unternimmt, die schiitischen Milizen, die es in der Tat gibt, und die, das ist der einzige Punkt, wo Frau Buchholz recht hat, in der Tat auch nicht besonders zimperlich vorgehen und wo man sicherlich auch sehr genau aufpassen muss, wie sie militärisch im Irak dort im Kampf gegen IS, was an sich ja verdienstvoll ist, aber agieren. Jedenfalls unternimmt Regierungschef Abadi Versuche, diese Milizen in die Armee zu inkorporieren und dafür zu sorgen, dass sie quasi auch staatliche Organe werden. Das ist außerordentlich schwierig und es ist mitnichten sicher, dass dies gelingt. Und ich glaube, es muss unsere Politik sein, alles zu unterstützen, was die Einheit des Irak und den Aussöhnungsprozess zwischen den Volksgruppen, den verschiedenen Religionsgruppen fördert. Wir dürfen auf keinen Fall darauf setzen, dass dieser Staat wie schon andere weiter zersplittert, sondern wir müssen uns um dessen Erhalt bemühen. Aber zentral ist doch bei diesem Mandat, dass wir das zur Kenntnis nehmen, was dort auch militärisch geleistet worden ist. Und die Ministerin hat ja eingangs dieser Debatte noch mal auf die katastrophale Situation insbesondere im Sinjar-Gebirge hingewiesen. Ich bin selbst in Flüchtlingslagern gewesen. Viele Kolleginnen und Kollegen sind ja aus verschiedenen Ausschüssen auch schon in Flüchtlingslagern gewesen. Und kein Besuch irgendeines Flüchtlingslagers ist irgendwie schön. Viele sind belastend. Ich muss sagen, dass ich diese Bilder nach wie vor mit mir herumtrage. Wenn die Jesiden einem schildern, in welcher Art und Weise dieser Genozid, der unter dem Mantel des Islam von den Terrorgruppen des IS dort verübt worden ist, was dort vonstatten gegangen ist. Und die Unionsfraktion hat ja, Herr Kollege Jung, dankenswerterweise kürzlich auch sich des Themas noch einmal angenommen und diesen bewegenden Film auch noch einmal gesehen, der dort dokumentarisch das festgehalten hat. Wenn Sie sehen, was dort geschehen ist, Frau Kollegin Buchholz, wenn Sie die Menschen erleben, die misshandelt worden sind, deren Angehörige auf brutalste Art und Weise getötet, geschlagen, vergewaltigt worden sind, dann würden Sie hier nicht so reden. In so einer Situation muss man wissen, wo man steht. Und in so einer Situation muss man diejenigen unterstützen, die einer derartigen Horrortruppe Einhalt gebieten, und dann ist es moralisch gerechtfertigt. Ich finde sogar, wir sind verpflichtet, diejenigen auch militärisch zu unterstützen, die diese Barbarei eingrenzen und die dem IS Einhalt gebieten. Und das sind, und da jetzt kleinlich anzufangen zu sagen, welche kurdische Gruppe das sind, wir haben doch an mehreren Stellen auch in Kobani erlebt, dass Kurden Differenzen, die sie untereinander haben, überwunden haben. Und das hier mit der innenpolitischen Frage des PKK-Verbotes zu verbinden, wird der außenpolitischen Dimension und auch der menschlichen Dimension dieser Katastrophe in keinster Weise gerecht, Frau Kollegin Buchholz. Das finde ich absolut unangemessen. Man könnte zur PKK an der Stelle mehr sagen. Ich habe festgestellt, ich habe mir auch die Ausbildung der Bundeswehrsoldaten dort angesehen, dass Bundeswehrsoldaten das sehr verantwortungsvoll machen, sich sehr genau angucken, welche Peschmerga dort kommen. Die Ministerin hätte das sagen können, wenn auch hier mehr Redezeit gewesen wäre. Und wenn sie an dieser Stelle reden würde, würde sie es wahrscheinlich auch ohne weiteres natürlich ausführen. Es wird sehr genau geguckt, dass aus verschiedenen kurdischen Stämmen und Gruppierungen ein Mix hergestellt wird. Es wird darauf geachtet,
dass die Ausbildung fast nach unseren Bundeswehrmaßstäben stattfindet. Und ich möchte abschließend dieser Debatte sagen, was unsere Soldatinnen und Soldaten und auch zivilen Beschäftigten, die dort tätig sind, in Erbil und Umgebung leisten. Das ist wirklich ganz beachtlich. Das ist ein schwieriger Einsatz auf engstem Raum mit nicht immer einfachem Personal. Und ich denke, wir sind alle verpflichtet, unseren Soldaten dafür herzlich zu danken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Der Kollege Florian Hahn hat für die CDU